Also herzlichen Dank für die Einladung und die nette Begrüßung. Tatsächlich arbeite ich recht frisch an der Evangelischen Akademie, dort als Studienleiter für politische Jugendbildung, komme eigentlich aus bewegungsnahen Kontexten, kleinen Initiativen von unten und bin bei so einem großen Träger gelandet, der konfessionell gebundenen politischen Bildung. Das ist für mich ein neues Feld. Also wenn ich hier spreche, spreche ich vor allem aus so einer bewegungsbezogenen Initiativenperspektive, aber auch aus der Perspektive der Politikdidaktik und hier Politikdidaktik schulisch orientiert. Also beschäftige mich viel mit dem Verhältnis von Schule und außerschulischem Lernen in der politischen Bildung und wie eigentlich Kooperationen zwischen beiden funktionieren können. Und es ist, glaube ich, wichtig, das mitzudenken in meinem Vortrag, dass ich in mehrerlei Hinsicht so eine Twitter-Position da ein. Wir werden heute zum Spannungsverhältnis von politischer Bildung und politischem Handeln sprechen und uns dem annähern und erarbeiten, warum es da überhaupt ein Spannungsverhältnis gibt zwischen politischem Handeln und politischer Bildung. Im Zuge dessen möchte ich auf einige Aspekte des Selbstverständnisses außerschulischer politischer Bildung zu sprechen kommen und mich dann ausgehend von einem Beispiel aus der Praxis zwei Herausforderungen politischer Bildung eingehen. Zwei Herausforderungen angehen. Einmal die politisierten Inhalte politischer Bildung und die Herausforderung, politische Partizipation zu fördern. Einige Hinweise ja auch für die Praxis und für Ihre Projekte beim AMU Dachverband mitzunehmen. Gedanken der politischen Bildung sollten immer von den Subjekten aus betrachtet werden. Deswegen kommt auch in meinem ersten Teil der Präsentation ein Ausschnitt aus einer aktuellen Studie. Ich möchte Ihnen einige ausgewählte Ergebnisse der aktuellen Befragung der Vodafone-Stiftung vorstellen. Die ist dieses Jahr erschienen unter dem Titel „Hört uns zu: Wie junge Menschen die Politik in Deutschland und die Vertretung ihrer Interessen wahrnehmen“. Sie schließt im Grunde an die Ergebnisse der Shell-Jugendstudie an, auch an die Sinus-Milieu-Studien. Und drei Thesen oder drei Ergebnisse finde ich interessant, die wir mitnehmen sollten in den Verlauf des Vortrags. Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 14 bis 24 Jahren sind politisch interessiert. Diese Generation ist auch aufgrund eines besorgten Blicks in die Zukunft, und auch im Kontext der Fridays for Future-Bewegung gegenwärtig stark politisch involviert und interessiert. Etwa zwei Drittel der 14- bis 24-Jährigen in Deutschland haben Interesse an politischen Themen. Die Mehrheit, also 69%, gibt an, sich mindestens einmal in der Woche über Politik zu informieren. Weit über die Hälfte nehmen Gleichaltrige als Teil einer Generation wahr, die politisch etwas verändern wollen. Gleichzeitig ist, das ist ja ein schönes Ergebnis, gleichzeitig ist da zu beachten, dass es dort ja einen Bildungshintergrund begründeten Unterschied gibt. Also 51% der jungen Menschen mit formal niedriger Bildung äußern politisches Interesse, 51. 58 geben an, sich zu informieren. Junge Menschen mit formal hoher Bildung, 82% geben an, sich für Politik zu interessieren und 87% mindestens einmal in der Woche sich zu informieren. Also es gibt dort einen Bias, einen bildungspolitischen Unterschied, den wir immer mitdenken müssen in unseren Angeboten. Also Jugend ist politisch interessiert, zugleich ist Jugend politisch unzufrieden. Also neben diesem insgesamt erhöhten Interesse an Politik von Jugendlichen zeigt sich zugleich, dass sich die Befragten nicht gut vertreten fühlen und sich zum Teil unzufrieden äußern. 73% sehen die Anliegen und Interessen der jungen Generation von der gegenwärtigen Politik nicht berücksichtigt. 75% sehen die Interessen der Bevölkerung nicht ausreichend von der Politik mitgedacht. Also politisch interessiert, politisch unzufrieden sind ja vielleicht für die außerschulische politische Bildung erstmal gar nicht so schlechte Voraussetzungen. Es kommt aber ein dritter Punkt dazu. Jugendliche in Deutschland fühlen sich auch politisch frustriert. Junge Menschen erleben eine mangelnde politische Selbstwirksamkeit. 67%, so die Studie, der jungen Menschen sind der Meinung, dass sie wenig bis gar keinen Einfluss auf die Politik nehmen. Lediglich 29% der befragten jungen Menschen haben den Eindruck, Politik beeinflussen zu können.
Dabei gibt es auch wieder einen Unterschied, den sehen Sie, glaube ich, hier auch in der Grafik rechts, gibt es auch wieder einen starken Unterschied hinsichtlich der formalen Bildungsabschlüsse und damit ja, dem sozialen Leben. Also diese drei Eindrücke nochmal als Vergegenwärtigung, mit welchen AdressatInnen-Voraussetzungen politische Bildung eigentlich gerade konfrontiert ist. Und aus denen man wahrscheinlich schon einige Konsequenzen allein von diesen Tatsachen, diesen quantitativen Erhebungen für die politische Bildung formulieren könnte. Ich glaube, auch außerschulische politische Bildung nimmt sich diesen Herausforderungen in dem derzeitigen Zustand auch schon an, ne, und hat ganz unterschiedliche Tätigkeitsfelder und ganz unterschiedliche Zugänge. Werfen wir deswegen in einem ersten Schritt einen Blick auf die Landschaft der außerschulischen politischen Bildung und auf das Professionsverständnis unserer eigenen Professierung. Das ist ja gar nicht mal so einfach, weil das so ein heterogenes Feld ist in der außerschulischen politischen Bildung. Eine kleine, aus Bewegungen initiierte, kleine Vereine. Wir haben auf der anderen Seite so große konfessionelle Tanker wie die evangelische Kirche. Also was zeichnet eigentlich dieses heterogene Feld der außerschulischen politischen Jugendbildung, zu denen sich ja wahrscheinlich einige von Ihnen auch zählen, aus? Ich würde da in Anlehnung an Benedikt Wittmeier drei Perspektiven oder drei Charakteristika außerschulischer politischer Bildung stark machen. Erstens kann man konstatieren, dass unabhängig von der parteipolitischen Ausrichtung oder auch den theoretischen Standpunkten der normative Bezugspunkt der außerschulischen politischen Jugendbildung die Demokratie ist. Die außerschulische politische Jugendbildung fühlt sich da angesichts ihrer Selbstverständnis, das sich auch traditionell so tradiert hat, noch stärker einer Aufklärung und der Emanzipation ihrer Adressatinnen verpflichtet als andere Felder der außerschulischen Bildungslandschaft und vor allem auch der dem formellen Bildungswesen. Neben diesem Bezugspunkt, normativen Bezugspunkt Demokratie, können wir oder würde ich die politische Bildung immer auch als Teil des historischen Demokratisierungsprozesses verstehen. Also immer mehr Menschen in immer mehr gesellschaftliche Bereiche einzubinden und Mitbestimmung zu ermöglichen, ist ein wichtiges Ziel politischer Bildung. Das Spannende ist, dass dieser Demokratisierungsprozess durch politische Bildung eine zunehmende Eigendynamik entwickeln kann und so einen normativen Überschuss produziert. Peter Massing ist einer der prominenten Politikdidaktiker der 90er, 2000er Jahre, sagt, nur vor dem Hintergrund eines normativen Demokratiemodells ist die Kritik der politischen Realität möglich und scheint die Richtung auf, in die eine Weiterentwicklung des bestehenden demokratischen Systems führen kann und soll. Wenn also außerschulische politische Bildung ein normatives Demokratieverständnis hat, drängen demokratische Bildungsprozesse im Hinblick auf das System über Systemstabilität hinaus. Man möchte mehr Menschen an Politik teilhaben lassen und arbeitet damit auch an der Radikalisierung von Demokratie. Bildungsprozesse beziehen sich aber ja nicht nur auf das System und auf die Gesellschaft, sondern vor allem auf Individuen, auf Subjekte und streben für diese Autonomie und politische Mündigkeit. Autonomie würde ich hier fassen als die Fähigkeit, selbstständig, eigenverantwortlich und kompetent Verantwortung zu übernehmen. Politische Mündigkeit verbinde ich eigenständiges Denken, frei von von Vorurteilen und Verblendungen, auch die Fähigkeit unter Berücksichtigung gesellschaftlicher Bedingtheit, Vorgefundenes zu beurteilen und kritisch zu reflektieren. Auf dieser Grundlage politischer Mündigkeit können Jugendliche dann entscheiden, die jeweiligen politischen und gesellschaftlichen Verhältnisse zu akzeptieren oder auf ihre Veränderungen hinzuwirken. Politische Bildung ist demnach immer gezeichnet von einem Spannungsfeld, von einem Spannungsverhältnis der beiden normativen Bezugspunkte, System, Gesellschaft auf der einen Seite und Demokratie, Subjekt, Individuum auf der anderen Seite. Das heißt, dann Autonomie und Mündigkeit. Nur wenn diese beiden Bezugspunkte, Gesellschaft und Individuum, in die politische Bildung einfließen, können wir eigentlich von politischer Bildung sprechen. Zweiter Punkt, der da steht, gemeinsames Charakteristikum, ist die kritische Perspektive auf gesellschaftliche Wirklichkeit. Folgt man da dem Mündigkeitsbegriff der kritischen Theorie, dann kann man mit Adorno sagen, die Voraussetzung von Demokratie, Mündigkeit, mit der Voraussetzung von Demokratie, Mündigkeit, gehört Kritik zusammen.
Der Kern eines solchen Verständnisses politischer Bildung bezieht sich auf die Fähigkeit, die bestehenden gesellschaftlichen Verhältnisse und ihnen zugrunde liegende soziale, politische und ökonomische Strukturen kritisch zu analysieren und hinsichtlich einem Mehr an Demokratie zu verändern. Dazu gehören die Reflexion, das selbstbestimmte Denken und Handeln durch Abhängigkeiten und durch überlagernde soziale Ungleichheiten beschränkt wird. Diese Macht- und Herrschaftsverhältnisse gilt es wahrzunehmen und reflexiv einzubringen. Schließlich ist das dritte gemeinsame Charakteristikum der außerschulischen politischen Jugendbildung die Förderung von mündig handelnden Subjekten. Häufig werden die in der politischen Bildung im Ziele des Kontexts eines linear gedachten Vierschritts konzipiert. Auf die Analyse politischer Strukturen und Funktionen folgt das Erkennen der eigenen Interessen. Und dieses ist dann die Grundlage für eine politische Urteilsbildung, woraus wiederum politisches Engagement entsteht. Die Bedeutung von Partizipation und politischem Handeln wird bei auch abhängig von jeweiligen Bildungsrahmen unterschiedlich gedeutet und unterschiedlich ausgeführt. Darauf wollen wir ja jetzt im weiteren Verlauf etwas genauer hinschauen. Und damit das nicht weiter so eine Trockenübung bleibt, ich sehe schon, dass Sie die Aufmerksamkeit, wollen wir uns das an einem praktischen Beispiel vergegenwärtigen, und ich habe Ihnen da einen kleinen Film mitgebracht, der einen Einblick in die Praxis außerschulischer politischer Bildung. Wenn man jetzt auf der Straße Obdachlose sieht, dann geht man ja nicht auf die zu und unterhält sich mit denen. Deswegen ist es auch ganz schön, so Menschen in verschiedenen Lebensweisen halt kennenzulernen und sich mit denen zu unterhalten. Und man merkt halt auch, dass man irgendwie in der Gesellschaft auch ein bisschen was machen kann. Also dass man irgendwie anderen Menschen helfen kann und denen eine Freude machen kann. Wir haben halt einen Tag in der Woche immer Profiltag und dann machen wir immer die ersten 2 Stunden so ein bisschen allgemein die Tagesschau und so, dass man so weiß, was auf der Welt los ist. Und danach geht man halt in die Projektplanung und plant. Und wenn man dann ein Projekt durchführen will, dann kann man halt auch an dem Tag die Schule verlassen. Also wir sind eigentlich das Gesellschaftsprofil und machen da halt soziale Projekte und machen aber auch Geschichte und Erdkunde und Politik. Jeder schreibt auf dieses Blatt, ja? Bei euch ist das jetzt, muss ich es nochmal neu einteilen, weil ihr ja 5 Leute seid. Schreibt seine individuelle Idee auf. Ja, was könnt ihr euch vorstellen? Welches Projekt könnte irgendwie Sinn machen? Was möchtet ihr gerade machen? Wie machen wir das? Für wem? Und warum machen wir das? Und das sind halt so unsere wichtigen Fragen, die wir dann halt auch immer wieder bei jedem Projekt in der Planung immer wieder einsetzen, um uns halt auch klar zu machen, ob das überhaupt einen Sinn hat. Also als Beispiel, es wird den Leuten nichts bringen, wenn wir jetzt irgendwo bei Aldi irgendwie Regale einräumen oder so. Das bringt schon mehr, irgendwie ältere Leute begleiten. Oder in irgendwelchen Kindergärten mit dem mal einen Spielenachmittag zu machen. Dann habe ich noch geschrieben, bei Hagenbecks Tierpark für einen Tag mithelfen. Dann hat Kevin geschrieben, okay, aber nicht brillant. Das ist ja bei uns ein Gesellschaftsprofil. Und wir haben gesagt, wir wollen auch in der Gesellschaft Bedarfe ermitteln und gucken, wo kann man konkret was für die Gesellschaft tun. Und das kann ja ganz unterschiedlich aussehen. Und ich finde, es geht nicht darum, wieder erneut ein Buch aufzuschlagen, sondern die Schüler wirklich rauszuschicken. Dass man, ich halte total viel von so einem offenen Unterricht, dass man die Schüler auch selbstverantwortlich losschickt und völlig selbstverantwortlich auch für ihren Unterricht macht, also für ihren Lernprozess auch macht. Also sie sehen ziemlich konkret, was dabei rauskommt. Erzählt vielleicht noch kurz ein bisschen, was wir gesehen haben, weil wir es nicht alle gehört haben. Also wir haben am Anfang Ausschnitte eines Projekts der Ida-Ehretz-Stadtteilschule in Hamburg gesehen, in dessen Rahmen sie für eine Obdachloseninitiative beim Kochen helfen.
Und haben dann durch den begleitenden Lehrer so ein bisschen die Kontextualisierung dieses handlungsorientierten Projekts kennengelernt. Dabei ist sowas gefallen wie, was kann eigentlich jeder Einzelne für die Gemeinschaft einbringen? Wir wollen durch das Projekt den Zusammenhalt der Gesellschaft stärken, wollen Erfahrungen des Handelns reflektieren, um aus diesen zu lernen. Ich glaube auch, eine Stärke dieses Projekts ist ja auch, und es kann so im Subtext interessante Personen kennenlernen, Personen begegnen, denen man sonst in seinem Alltag nicht begegnet wäre. Also so eine adaptive Funktion des Besuchs eines außerschulischen Lernorts. Und gleichzeitig haben wir gesehen, dass es so eine projektorientierte Variante von Lernen ist, die mit viel Selbstorganisation, viel mit methodischen Kompetenzen verbunden ist. Es handelt sich bei dem gezeigten Projekt um ein Projekt des Ansatzes des Service Learnings. Diese Lehr-Lern-Form erfährt in den vergangenen Jahren auch durch verschiedene politische Förderprogramme eine zunehmende Verbreitung und Etablierung. Schülerinnen und Schüler leisten in diesen Service-Learning-Projekten einen Dienst an der Gemeinschaft, Service Englisch. Erarbeiten dabei aber gleichzeitig Lerninhalte und erlangen verschiedene Kompetenzen dabei, also die Verbindung von ehrenamtlichem Engagement und formellen Lernprozessen. In Service-Learning-Projekten wird schulisches Lernen grundlegend anders organisiert. Die Projekte sind nicht eine zusätzliche, außerkurrikulare Aktivität, sondern Schulunterricht selbst. Und Sie sehen hier ein bisschen Auszüge aus der Plattform servicelearning.de, was die Ziele des Service Learnings sind. Unter anderem bestehen sie darin, Demokratie und Zivilgesellschaft zu stärken. Junge Menschen werden an bürgerschaftliches Engagement herangeführt. Sie erwerben dabei Demokratie- und Sozialkompetenzen, können ihre Persönlichkeit weiterentwickeln und erfahren auch Beteiligung in diesen Projekten. Außerdem verändert sich auch innerhalb der Schule etwas. Die Lernkultur wird anders ausgerichtet. Junge Menschen können ja in diesen demokratisch organisierten Projekten mitbestimmen, reflektieren, gemeinsam Lösungsvorschläge erarbeiten und besprechen, welchen Teil sie als Einzelne für demokratischen Zusammenhalt leisten. Ich habe Ihnen noch einen Auszug aus anderen Beispielprojekten, Schulbuchprojekt. Das sieht auch immer Alex Wodig, von dem ich einige der Thesen meines Vortrags übernommen habe, heran. Da wird auch nochmal ein Beispiel gezeigt, in dem es vielleicht auch mit Ihren Handlungsfeldern etwas näher gelegen, dem Schülerinnen und Schüler der 8. Klasse Plastikflaschen sammeln im Umfeld der Schule und dann diese Plastikflaschen den Erlös einem Wohnungslosen Knolle, 47 Jahre arbeitslos, wie in diesem Schulbuch dargestellt, gespendet. Ich würde diese Projekte, Service Learning und diese beiden Beispiele gerne nehmen, um über zwei Herausforderungen politischer Bildung und politischem Handeln zu sprechen. Ich glaube, zwei Problematiken können wir an diesen Beispielen gut herausarbeiten. Ansätze des Service Learning etablieren sich in der Art und Weise im Rahmen der Demokratiepädagogik, dass sie andere Ansätze politischer Bildung zunehmend verdrängen oder ersetzen. Und das halte ich für höchst problematisch hinsichtlich zweier Entwicklungen. Zum einen ist die Tendenz zu beobachten, dass sich handlungsorientierte politische Bildungsprojekte in diesem Kontext ja nicht mehr als kritische Strukturanalyse politischer Probleme und Konflikte verstehen. Es steht das Handeln als erfahrungsorientiertes Moment im Vordergrund, auch begründet, wie ich finde, durch das sich aber die thematische Schwerpunktsetzung verschiebt. Also das Beispiel, ne, Jugendliche helfen Bedürftigen, ihr Wohnungslosen in ihrem Alltag, bei der Essensausgabe, in ehrenamtlich betriebenen Sozialküchen. Dabei rücken ja inhaltlich ja so Themen wie solidarisches, individuelles Handeln in den Vordergrund. Welchen Stellenwert sollte eigentlich ehrenamtliches soziales Engagement in der Gemeinschaft haben? Strukturelle Ursachen für Wohnungslosigkeit und für Armut, zum Beispiel im Kontext eines schlanken Staats oder neoliberaler Politik, wird dabei gar nicht thematisiert oder selten thematisiert. Eine Einordnung in gesellschaftliche Macht- und Herrschaftsteil ist eine Kritik am Bestehenden, so wie wir es ja eben bei Massen gehört haben, bleibt aus. Es geht primär um das konstruktive soziale Engagement.
Zu einer Entpolitisierung der politischen Bildung trägt außerdem bei, dass Problemlösungen für strukturelle Herausforderungen individualisiert wird und auf den oder die Einzelne die Verantwortung übertragen wird. Die Verantwortung von institutionalisierter Politik und die Relevanz politischer interessensgeleiteter Entscheidungen rücken in den Hintergrund. Klassische Kategorien der politischen Bildung, sowas wie Macht, Herrschaft, Interesse, Solidarität, finden kaum Berücksichtigung. Und wahrscheinlich kommt Ihnen das bekannt vor, weil diese Tendenz kann man ja auch in der Bildung für nachhaltige Entwicklung beobachten. Junge Menschen werden in vielen Materialien und Angeboten individuelle Handlungsstrategien angeboten. Also selbst etwas zu machen gegen den Klimawandel, gegen die Umweltverschmutzung. Etwas selber zu tun für die globale Ungleichheit oder gegen die globale Ungleichheit. Ne? Also oft enden solche handlungsorientierten, oft ambitionierten Projekte ja dann beim Müll sammeln, fairer einkaufen, weniger und kürzer duschen. Ach nee, das war immer anders. Aber genau, also häufig wird Bildungspraxis, in der Bildungspraxis das Ziel der BNE darauf verkürzt, das individuelle Verhalten junger Menschen zu verändern. Und das hat zur Konsequenz, dass politische, ökonomische und soziale Strukturen, ja, die eine imperiale Lebens- und Produktionsweise ja immer auch stützen, aus dem Blick geraten. Und ich glaube, Projekte dürfen hier nicht stehen bleiben. Möglichkeitsräume individuellen nachhaltigen Verhaltens aufzuzeigen. Sondern es muss die hegemoniale Verfasstheit von Gesellschaft in den Blick kommen, die Ursachen und Widersprüche einer imperialen Lebens- und Produktionsweise thematisiert werden. Und anstatt mit dem Argument vermeintlicher Alternativlosigkeit auf dieser strukturellen Ebene zu argumentieren und auf das Individuum zu zielen, könnten auch ökonomische Logiken in den Blick genommen werden, die den Status quo in Frage stellen und auch eben Alternativen aufzeigen. In diesem Kontext wird deutlich, dass politische Bildung immer eine politische Dimension hat. Sie kann affirmativ, den Status quo bejahend ausgerichtet sein oder kritisch, auch im Sinne von gesellschaftverändernder Zielsetzung. In beiden Fällen positioniert sie sich, mehr oder weniger sichtbar, ob sie mit hegemonialen Strukturen argumentiert oder gegen sie. Ein zweiter Punkt, eine zweite Tendenz in handlungsorientierten Projekten neben der Entpolitisierung von Inhalten ist die Förderung bestimmter Formen von Handeln. Also während weite Teile der Politikdidaktik bestimmten Formen des politischen Handelns, beispielsweise Protest und Kritik, immer wieder kritisch gegenüberstehen, werden affirmative Spielarten, so hat es Frank Nonnenmacher mal genannt, politische Aktionen protegiert und Formen des sozialen Engagements in curricularen Vorgaben und Bildungsplänen zur wichtigen Zielsetzung politischer Bildung und demokratiepädagogischer Ansätze, zum Beispiel im Rahmen von Selbstlernen. Ansätze politischer Bildung, die ja als solche auch als Erziehung zur Partizipation verstanden können, sind eine Instrumentalisierung der Subjekte für das Funktionieren und Optimieren des politischen Systems. So hat es Reinhold Hettke 2015 in einem spannenden Artikel gesagt. Also hier wird Zustimmung und Unterstützung der Bürgerinnen und Bürger verlangt, also eine Input-Legitimität durch politische Bildung gefordert. Und eine, nochmal Zitat, systemkompatible Mentalität internalisiert. Hier wird deutlich, politische Bildung kann auch eine politische Steuerungsfunktion seitens des Staates sein. Durch bestimmte Förderpolitiken, wir erleben das gerade in diesen großen Demokratie-Leben-Projekten, die sich der Extremismusprävention widmen, oder wir erleben das auch in dem politischen Programm von BNE, die bestimmte Perspektiven des Handelns fördern, andere aber gar nicht. Wer sich da nochmal mit Engagement global auseinandersetzen will, lade ich herzlich an. Also, jetzt haben wir zwei Tendenzen oder Problematiken aufgezeigt von handlungsorientierten Projekten. Was heißt das jetzt eigentlich? Ich würde erst nochmal so eine These formulieren aus dem ersten Abschnitt. Handlungsorientierte Konzepte politischer Bildung laufen Gefahr, politische Inhalte in der praktischen Umsetzung zu entpolitisieren. Zugleich ist politische Bildung auch dann und immer politisch, weil sie sich zu den Verhältnissen verhält. Egal, ob sie sich äußert oder nicht, aber sie verhält sich. Zudem wird Handeln in Kontexten politischer Bildung nur dann akzeptiert oder häufig nur akzeptiert,
wenn es den Status quo unangetastet lässt. Andernfalls treffen Projekte auf Widerstände oder Fördermittelkürzungen. Was heißt das für die politische Bildung, diese These? Ich glaube, zwei Herausforderungen ergeben sich. Einmal durch eine Entpolitisierung, wir brauchen eine Repolitisierung. Und die Förderung oder die Förderung von bestimmten Partizipationsmomenten, wir brauchen die Einbindung politischer Partizipationsmomente und deren Reflexion in politischer Bildung. Und mit diesen zwei Herausforderungen würde ich mich jetzt in einem zweiten Schritt mit Ihnen auseinandersetzen und überlegen, was das heißt. Erste Herausforderung. Repolitisierung der Inhaltsförderung. Repolitisierung, da klingen natürlich dem einen oder anderen schon wieder die Ohren mit dem Hinweis auf den Beutelsbacher Konsens. Ich würde deswegen den Begriff der Politisierung für mich nochmal ein bisschen bisschen erklären wollen. Unter Politisierung verstehe ich die politisch-strukturelle Behandlung gesellschaftlicher, politischer und ökonomischer Probleme, Phänomene und Konflikte. Dabei beziehe ich mich vor allem auf die Frankfurter Erklärung für kritisch-emanzipatorische politische Bildung. In diesem Verständnis geht es in demokratischer politischer Bildung darum, Konflikte und Dissense sichtbar zu machen und um Alternativen zu streiten. Gesellschaft ist von Interessengegensätzen und Herrschaftsverhältnissen durchzogen. Streitfragen und soziale Konflikte zur Sprache zu bringen und politisch auszutragen, ist ein grundlegendes Kennzeichen von Demokratie. Kontroversität als didaktisches Prinzip gilt hierbei nicht in einer Dokumentation unterschiedlicher Positionen in einem Lernarrangement auf. Vielmehr arbeitet sie Streitpunkte und grundlegende Dissense aus, zeigt Gegensätze und fördert kritisches Denken. Eine echte politische Kontroverse macht unterschiedliche Interessen, unterschiedliche Denkweisen, Praxen und auch Alternativen gesellschaftlicher Zukunftsentwicklung sichtbar. Und ich glaube, um diese Inhalte der politischen Bildung zu politisieren, brauchen wir gar nichts Neues zu erfinden. Wir müssen uns eigentlich an klassischen politikdidaktischen Prinzipien orientieren, die in der schulischen und in der außerschulischen politischen Bildung ja zuhauf vorhanden sind. Ich glaube, Subjektorientierung, Konfliktorientierung und Handlungsorientierung können dazu einen großen Beitrag leisten, wenn wir uns auf diese besinnen. Und ich zeige Ihnen kurz, was ich unter diesen drei Begrifflichkeiten verstehe. Subjektorientierte Zugänge orientieren sich an einem erweiterten Politikverständnis, also fokussieren sich nicht auf institutionalisierte Politik, sondern auf einen weiten, möglicherweise auch an einem konfliktorisch orientierten Politikbegriff und sucht das Politische im Sozialen. Also enge Politikverständnisse, das haben wir ja eben auch, oder sehen wir in den Sinus-Milieu-Studien, enges Politikverständnis schafft immer auch Exklusion, weil es bestimmte Milieus unserer Zielgruppen gar nicht anspricht. Wir müssen also ein erweitertes Verständnis des Politischen unserer politischen Bildung zugrunde. Subjektorientierte Zugänge oder Subjektorientierung zeigt, würde ich als, in Anknüpfung an Achim Schröder, als Arbeit an der Verknüpfung bezeichnen. Also die Aufgabe politischer Bildung muss es sein, Verknüpfungen zwischen der eigenen Lebenswelt und dem Politischen zu schaffen. Und dafür können, glaube ich, außerschulische Lernorte und der Besuch außerschulischer Lernorte auch in Kooperation mit Schule viele Möglichkeiten finden, weil da kann man sowohl adaptiv anknüpfen an lebensweltliche Orte, die mit einem neuen politischen Blick betrachtet werden, man kann aber auch kompensatorisch Orte mit einbeziehen, die eigentlich nicht zur Lebenswelt der jungen Menschen gehört, mit denen sie neue Perspektiven auf Gesellschaft entwickeln. Als Subjektorientierung, glaube ich, können wir viel mitnehmen für eine Repolitisierung der politischen Bildung. Zweiter Punkt sind konfliktorientierte Zugänge, vor allem der 70er Jahre. Ich würde da vor allem nochmal in den Hermann Wieseke reingucken. Aber wichtig wäre mir hier die Arbeit an konkreten Konflikten vor Ort, also das exemplarische Lernen. Sie erinnern sich an dieses induktive Verfahren. Man besucht den Einzelfall, analysiert den Einzelfall mit bestimmten Kategorien, befragt ihn nach Macht, Herrschaft, Interesse und schließt dann aus dieser Analyse auf andere Beispiele. Vom Einzelfall auf das Allgemeine und vom Allgemeinen wieder auf den Einzelfall zu schließen. Also die Arbeit an konkreten Konflikten vor Ort halte ich für sehr wichtig. Wenn wir von einer politischen Bildung sprechen, würde ich sagen, wir verstehen das Politische als das noch nicht Entschiedene, das gerade Umstrittene oder wieder Umstrittene. Also man kann ja auch
gesättigte politische Normen und Werte wieder repolitisieren. Aber ich glaube, dass wir genau mit einer Orientierung am Konflikthaften erkennen können, dass das Streithandeln ein ganz wichtiges konstitutives Merkmal unserer Demokratie ist und möglicherweise genauso wichtig wie die Orientierung am gemeinsamen und am harmonischen Bild von Politik, dass denen etwas entgegensteht und dass wir aber eben in diesem Learning-Projekt, wir helfen alle, dann lösen wir Probleme eher sehr einseitig reproduziert wurde. Zur Repolitisierung vermeintlich unpolitischer Orte oder unpolitischer Themen habe ich eben schon gesprochen. Ich glaube, dass wir viel mehr in den öffentlichen Raum hineingehen müssen und ihn als politischen Lernort erschließen können. Also wir können in öffentlichen Räumen die hegemoniale Verfasstheit unserer Gesellschaft fühlen. Wir können omnipräsente Machtverhältnisse wahrnehmen und mit Schülerinnen und Schülern erarbeiten. Und dabei auch die Kontingenz sichtbar machen von Gesellschaft. Also Gesellschaft ist im Moment so, wie sie ist, aber sie ist historisch geworden und ist auch anders denkbar. Das ist eine von vielen Realitäten, die wir gerade erleben und die ist veränderbar. Dritter Punkt, und das schließt so ein bisschen an die zweite Herausforderung der politischen Partizipation, handlungsorientierte Zugänge schaffen, die aber über das, was wir eben kennengelernt haben, hinausgehen. Es ist immer wichtig, reales Handeln zu ermöglichen, statt simulatives. Wir haben jetzt auch gerade in der Akademie so ein paar Planspiele, müssen wir mal gucken, das ist wirklich auch ein bisschen langweilig, nur zu simulieren. Also reales Handeln statt simulierendes Handeln und dabei immer auch eine Ego-et-Alter-Perspektive im Blick zu haben. Also solidarische Perspektiven zu eröffnen, die über die eigenen Interessen hinaus. Es geht darum, politische Handlungsmöglichkeiten aufzuzeigen, die eine ja, gesamtgesellschaftliche und strukturelle Dimension fokussieren, über das Individuum hinausgehen und vielleicht auch mit anderen gemeinsam durchlaufen. Da kommen wir jetzt in der zweiten Herausforderung quasi zu, wenn ich nochmal anschaue mit Ihnen, welche Vorschläge ich habe hinsichtlich eines politischen Handelns. Also wie schaffe ich eigentlich politische Partizipationsmomente? Und da würde ich sagen, zwei Aspekte sind da interessant. Ich merke, ich bin schon ein bisschen jetzt in Zeitnot, aber ich glaube, wir können die beiden noch an. Also da können wir dann gut auch in die Diskussion übergehen. Und auch hier, und das würde ich für die gesamte politische Bildung eigentlich sagen, sind die 70er Jahre eine ganz interessante Zeit, an der wir uns nochmal orientieren können. Ich glaube, dass wir mehr in unseren Angeboten politischer Bildung mit Handeln experimentieren sollten und immer rückblicken sollten an eine Reflexion. Und zum anderen gibt es, glaube ich, aber auch Gelingensbedingungen, auf die wir achten müssen, wenn wir Aktionen in politischer Bildung anbahnen. Erster Punkt, das dialektische Verhältnis von Lernen und Aktion. Hermann Giesecke, von dem man das ja als progressiven Didaktiker eigentlich nicht erwartet, äußert sich in den 70er Jahren als skeptisch hinsichtlich so politischer Aktionsmomente in der politischen Bildung. Er spricht von einem antinomischen Verhältnis von Bildung und Aktion, denn in der Aktion, sagt er, lernt man erstmal gar nichts. Und auch Frank Nonnenmacher ergänzt das, ne? Der sagt, Zitat, im Gegenteil, man ist für irritierende Meinungen und neue Informationen wenig offen. Man verteidigt seine Sache mit den angeeigneten Argumenten, mit Werf und Emotionen, meist im Kollektiv mit Gleichgesinnten. Da ist wenig Zeit für Zweifel und Aufgeschlossenheit für Gegenargumente. Dieter Barke entwickelt in den 70er Jahren im Rahmen seiner Beschäftigung mit politischen Lernen in Aktionen und auch in enger Bezugnahme zu Giesecke ein didaktisches Modell, in dem er ausgehend von einem Theorie-Praxis-Problem vier Kategorien politischer Bildung miteinander in Beziehung setzt. Das sehen Sie hier auf dieser Grafik. Kenntnisse und Erfahrungen, Reflexion und Aktion. Kenntnis und Erfahrung bezeichnet Barke dabei als didaktische Fundamente politischer Bildung, auf denen Reflexion und Aktion als ihre Weiterführung aufbauen und zu einer politischen Bildung führen können. Vielleicht runde ich das kurz ab, aber es geht darum, Momente der Aktion zu verbinden mit reflexiven Momenten
die man dann wieder in die nächste politische Aktion gibt und so quasi kognitive und handlungsorientierte Momente miteinander in ein Wechselspiel bringt und aus diesem antinomischen ein dialektisches Verhältnis zu machen. Vielleicht gehen wir später nochmal auf dieses Modell ein. Ich würde es jetzt kurz abkürzen und zu dem zweiten Punkt kommen. Was sind eigentlich Kriterien für politisches Handeln in politischer Bildung, wenn wir diese ganzen Kritikpunkte einer vermeintlichen Indoktrination und Überwältigung von Schülerinnen und Schülern in diesem Kontext im Kopf haben, die ja auch gut begründet, glaube ich, zum Teil gegen ein Handeln in der politischen Bildung sind. Frank Nonnenmacher hat verschiedene Kriterien entwickelt, die er empfiehlt, wenn politische Aktionen in Kooperation mit Schule und außerschulischen Partnern angebahnt werden. Und ich nehme für meine Projekte oder kontrolliere meine Projekte sozusagen immer eigentlich nochmal darauf hin, so um auch mit mir selber im Reinen zu sein, zu überlegen, ist das eigentlich ein politisches Projekt, wo das Ziel und die Antwort vorher schon feststeht, oder hole ich die Subjekte eigentlich dort bei einer Mündigkeitsbildung ab und lasse verschiedene Optionen offen. Das sind jetzt Bedingungen für schulischen Kontext, sind in der außerschulischen noch ein bisschen anders, glaube ich. In der schulischen sagt er, die Aktionsvorschläge sollten immer von Schülerinnen und Schülern selbst kommen. Die Idee kommt von den Subjekten aus. Ich glaube, in der politischen Bildung, außerhalb der Schule, könnte man das auch noch ein bisschen anders framen. Wir haben dort eine Freiwilligkeit, die Teilnehmenden wissen, auf wen und mit wem sie sich einlassen. Und wenn man da zu einem bestimmten Thema aufruft, wer kommt, und das sind die richtigen. Aber für die Kooperation mit Schule würde ich auch immer sagen, die Idee, der Ursprung der Idee muss von den teilnehmenden Subjekten selbst kommen. Und sie müssen auch immer die Möglichkeit der Nicht-Teilnahme haben. Das ist gerade in Klassenverbänden, glaube ich, recht schwierig. Sie kennen vielleicht die ein oder andere Erzählung von so sozialen Druckerfahrungen. Wie schafft man eigentlich eine Atmosphäre, in der jeder auch laut Nein sagen kann? Die Positionierung der bildungsbegleitenden Personen sollte transparent gemacht werden. Also wie stehe ich eigentlich als Begleiter, als Begleiterin zu den Zielen der Aktion? Und ich muss auch immer selber als politischer Bildner, als politische Bildnerin die Möglichkeit haben, mich aus der Aktion zu entfernen oder mich zu distanzieren, sie möglicherweise vorbereiten, zu begleiten, möglicherweise aber auch eine Gegenposition einzunehmen. Politische Aktionen sollten immer als bewertungsfreier Raum konzipiert werden, damit man, ich stelle mir das auch kompliziert vor, wenn man als politische Aktionen einer Note benotet, bewertet. Weiß ich nicht, vielleicht haben wir Sie da noch Ideen oder besser nicht. Interessant finde ich den Punkt auf der linken Seite. Nonnenmacher empfiehlt immer mit, wenn Schule in politische Aktionen geht, mit außerschulischen Kooperationspartnern zusammenarbeiten, aufgrund ihres Erfahrungsschatzes in diesen Formaten und mit ihrer Perspektive von außen. Die Aktion, und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, über den wir vielleicht auch noch ein bisschen streiten können, sollte nach Nonnenmachers Ansicht immer am Ende eines Analyse- und Reflexionsprozesses stehen. Also hier sieht man so ein bisschen den Unterschied auch zu dem vorherigen Modell. Aktion und Reflexionsmomente wechseln sich ab und verstärken sich. Nonnenmacher sagt, eigentlich müsste diese Aktionsform am Ende erst eine Analyse- und Reflexionsphase geben, damit junge Menschen positioniert in diese Aktion hinein. Ich würde Ihnen die einfach mal so auf den Weg geben, weil ich finde diese Kriterien für mich, für meine eigene Bildungspraxis sehr hilfreich. Ich habe diese Aspekte dieses letzten Abschnitts nochmal in einer etwas längeren These zusammengefasst, wo ich auch wieder, wo man auch wieder merkt, ich fühle mich der kritisch-emanzipatorischen politischen Bildung verbunden und habe hier auch Aspekte der Frankfurter Erklärung mit eingeflechtet. Politische Bildung eröffnet Wege, die Gesellschaft individuell und aber auch kollektiv handeln zu verändern. Sie ermöglicht Lernprozesse der Selbst- und Weltaneignung in der Auseinandersetzung mit anderen, um Wege zu finden, das Bestehende nicht nur mitzugestalten und zu reproduzieren, sondern auch individuell und kollektiv handelnd zu verändern.
Im Handeln entsteht die Möglichkeit, etwas Neues zu erfahren, zu denken und zu begründen. Perspektiven politischen Handelns können in politischen Lernarrangements durch ein Zusammenspiel von Momenten der Aktion und der Reflexion und unter Berücksichtigung der Rahmenbedingungen eröffnet werden. Die Eingebundenheit des eigenen Handelns in gesellschaftliche Verhältnisse und die Konsequenz des eigenen Mitmachens können dabei selbst zum Thema werden und in die Entscheidung mit einfließen, ob und in welcher Form man sich politisch engagiert. Und mit dieser dritten These freue ich mich auf eine spannende Diskussion und hoffe, Sie haben ein bisschen was mitgenommen und viele Fragen.